zu meiner vierten Folge Bucket Plugins Programmiererei. Ich habe noch eine kleine Korrektur zur Folge 03a. Es gab anscheinend eine Verwechslung. Ich habe mich nochmal informiert. Diese mit Sachen nennt man Modifier. Das hat einen bestimmten Grund. Unter anderem sind Static und Void auch wieder Modifier. Dass man das modifiziert sozusagen einfach nur die Methode, ob sie static oder public ist. Ich habe mich da reingelesen und es ist halt so. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie wir unseren eigenen Heal-Command schreiben. Natürlich, dass es auch gut funktioniert. Erstellen wir nur für die Commands ein eigenes Package, dass wir eine schöne Übersicht haben. So. In diesem Package, das habe ich jetzt de.meinerip.youtube.commands genannt, erstellen wir folgendermaßen. Wir erstellen uns eine neue Klasse und nennen diese Command Heal. Command, das auch wirklich ein Command ist, und Heal die Command-Bezeichnung. Hier unten sieht man als Superklasse java.lang.object. Das ist so die normale Klasse von Java. Wir müssen aber was Spezielles implementieren. Dass dieses funktioniert, müssen wir den Command Executor implementieren. Dazu, also um genau zu sein, hier bei Superklasse und diesen Abteil hier auf Close drauf gehen und hier oben in der Shows a Type kann man hier einmal hier Type-Filter und so weiter, aber hier hat eine Leistung, da kann man dann suchen. Das war eine ganz falsche, weil es ein Interface ist. Das ist aber meinerseits ein Fehler. Unter Interfaces Add drücken und Command Executor. Das ist dieses schöne Teil, org.bucket.com. Einmal OK drücken und einmal Finish. Dann haben wir diese Methode schon automatisch implementiert in unserem Plugin. In unserer Klasse, Entschuldigung. Diese Zeile ist eigentlich so unnötig. Wir benennen erstmal hier diese Arc 0, Arc 1, Arc 2 und Arc 3. Das erste ist der Command Sender. Das ist der den Command zu diesem Zeitpunkt ausgeführt hat. Command ist einfach der Command-Name, bedeutet, ob der slash basic slash heal ist, zum Beispiel. Und String bin ich mir jetzt nicht sicher. Und Arc, also das String Array, das ist das hier mit den eckigen Klammern, nennen wir Arcs. Die Arcs sind auch, ist die Abkürzung für Argumente. Weil, wie es schon auf größeren Servern aufgefallen ist, wer auch spielt dort, kann man zum Beispiel jetzt eingeben slash friend add und add ist schon das erste Argument davon. Deswegen auch Arcs. Wir nennen den Command-Sender, der den Command ausführt, als Sender, den Command als CND und den Arc 2, damit mache ich eigentlich wenig. Hier unten haben wir noch einen, wie man sieht, haben wir hier den Modifier und diesmal haben wir diese Methode von Command als Boolean modifiziert. Wichtig hier dabei ist, wir returnen einen Wert namens False, also nicht wahr. Den müssen wir aber ändern auf wahr, weil wenn wir nicht wahr machen, also false, wird uns der Command zurückgegeben, aber nicht die Funktion, die ausgeführt werden soll. Das ist eine sehr wichtige Sache. Wir legen jetzt erstmal so richtig los. Natürlich kann ja ein Spieler nur einen Spieler heilen. Das ist das Grundprinzip von jedem Heal-Command. Aber auch Konsole. Das Wichtigste ist jetzt hierbei, die Konsole kann nicht selber sich heilen. Das ist jetzt so ein bisschen perplex. Als erstes machen wir einen einfachen Heal-Command, wo wir uns erstmal nur selber heilen. Natürlich fragen wir jetzt erstmal ab, if, Klammer auf, Klammer zu, Schweife, Klammer auf, ob der Sender mit i, Steuerung der Taste, mit Instance of vorgeschrieben. Instance of ist eine Abgleichung mit einer Klasse. Command Sender ist eine Klasse, Command ist eine Klasse, String ist eine Klasse,
String Array ist eine erweiterte Klasse, soweit ich weiß. Also wieder modifiziert. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und Instance of gleicht die Klassen einfach ab, ob das so sein sollte. Beziehungsweise der Inhalt. Wir wollen ja abfragen, ob es ein. Ob es die Konsole ist. Dazu gibt es eine bestimmte Methode. Wie wir hier in der Main-Klasse haben, haben wir den Command-Sender. Aber es gibt noch einen speziellen Command-Sender, der nennt sich Konsolen. Konsolen-Command-Sender. Wir fragen ab, ob der Sender ein Konsolen-Command-Sender ist, also ob es die Konsole ist. Wenn ja, senden wir dem Sender, also Sender.sendMessage, die Nachricht, du bist die Konsole, du darfst den Command nicht benutzen oder du kannst diesen Command nicht ausführen. Ganz einfach. Natürlich wollen wir da auch ein bisschen Farbe reinbekommen und unseren Präfix für jeden Command haben. Dazu sagen wir Projekt, damit wir die Projektname aufmachen können. Ein kleiner Tipp, die Steuerung Leertaste ist die meistgenommene Tastenkombination beim Programmieren in Eclipse. Mit Pfeiltasten navigiere ich immer hier. Also nicht wundern, weshalb ich da manchmal ein bisschen schnell bin, weil ich das schon sehr oft mache. Wir nehmen unser Projekt Main, das ist unsere Hauptklasse. Sagen dort get installs und get prefix. Jetzt wird aber nur unser Präfix ausgegeben. Natürlich müssen wir jetzt wieder unsere schöne Methode das Pluszeichen nehmen, um zwei Strings zusammenfügen. Natürlich, dass wir es nicht ausführen dürfen. Du kannst diesen Befehl wird groß geschrieben. Du kannst diesen Befehl nicht ausführen. Ausrufezeichen. Wenn das kein Konsolen-Command-Sender ist, das ist die Else, casten wir diesen Sender als Player, weil ein Sender kann nur Sachen senden. Der hat aber keine Interagierbarkeit mit dem Spiel, weil jeder Spieler namens Player hat mehrere Möglichkeiten als der Sender. Deswegen sagen wir Player. Der erste Player wird groß geschrieben. Gleich. Klammer auf dazu. Player. Sender. Das, was hier in diesen Klammern drin steht, castet das. Diese Variable hier hinten dran. Zu einem Player. Wir importieren mit Steuerung Shift und O den Player. Hier oben org.bucket.entity.player. Hier oben links hat man hier so ein kleines Minus Plus. Das ist halt, ja. So, wenn wir diesen Command ausführen, kann das jetzt jeder beliebiger Typ machen. Wir wollen aber, dass es nur jemand kann, nicht jeder. Dazu fragen wir einfach ab, ob dieser Spieler diese Rechte dazu hat. Bedeutet, wir machen wieder eine neue If-Klausel. Player. Has permissions. Es stehen ja zwei Auswahlsachen zur Verfügung. String oder permission. Wir nehmen String. Obwohl wir das gar nicht brauchen würden. Entschuldigung. Also können wir jetzt einfach am besten Player. Set hier, jetzt sagen wir 20 D oder 20 wird auch schon reichen, weil jedes Herz bei Minecraft, also jedes halbes zählt als Herz, deswegen auch 20. Natürlich werden jetzt nur unser Leben generiert, wenn wir aber kein Essen mehr haben, ist es ja blöd. Dazu schreiben wir Player. Set Food Level. Natürlich wieder auch auf 20, weil es ja auch wieder halbe gibt. Also, wir haben einmal setzen wir hier die Leben und hier einmal das Essen. So. Bedeutet, das ist eigentlich ein ganz simpler Command. Das war es eigentlich schon. Jetzt denkt ihr, ja, ich kann es packen, kann es auf den Server schmeißen, einmal reloaden. Funktioniert. Nee.
natürlich wieder registrieren. Bedeutet, im Hauptteil vom Laden, wo wir auch unsere Events registrieren, sagen wir Get Executor. Oder? Ja. Bin ich jetzt ganz gaga? Genau, Get Command, Entschuldigung. Den Command nehmen wir natürlich hier. Wir sagen hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Permissions Manager und so weiter, Message und so weiter und so fort. Wir können zum Beispiel jetzt hier Permissions Message, Permissions setzen, Name, Label, Description, was weiß ich. Das ist aber erstmal ganz uninteressant. Wir müssen selbst Executor machen. Da steht ja Command Executor. Damit ist unsere Command.heal-Klasse gemeint. Dazu eröffnen wir einen neuen Constructor und es wäre New Command hier mit Steuerung Leertaste vervollständigen. Jetzt denken wir, ja toll, wir haben zumindest wie beim Event hier registriert. Schön wär's. Es gibt noch die schöne Plugin.yum, wo wir unseren Command auch noch registrieren. Wir haben schon bei uns in der zweiten Folge oder in der dritten, soweit ich weiß, haben wir hier Commands.doppelpunkt gemacht. Darunter schreiben wir jetzt eine Zeile und machen zwei Leerzeichen. Da schreiben wir dann hier Doppelpunkt. Das war es eigentlich schon, damit wäre der Command schon geregistriert. Ich exportiere das einmal. Java, Jarfile, Rose. Wir haben das YouTube-Plugin, Finish. Ja, wir überschreiben das. Und starten mal kurz den Server. Ja, da sieht man ein schönes Aufnahmeprogramm. Habe ich den noch umgeistern? Habe ein bisschen viel auf meinem Desktop. So. Habe mir halt eine neue Festplatte bestellt, dass ihr wieder mehr zum Schauen hat und dass es nicht so rumleckt. Rechts schön das Minecraft. Minecraft gestartet. So. Plugin geladen. Online. So. Jetzt machen wir slash heal. Passiert noch nicht regentlich viel. Die gute Frage, ob man überhaupt slash diffic. Ah ja. Slash OP. OP mein. Ich habe meinen Namen geändert. Mein Ed. Ach, leck. Entschuldigung. So. Slash hier. Funktioniert. Kann ich jetzt aber nicht zeigen, weil ich die Difficulty nicht auf 2 gestellt habe. Aber wenn ich jetzt so rumrenne, müsste ich ja einmal hier. Genau, ich habe Herzen verloren. So, Essen und Herzen verloren. Wenn ich jetzt hier eingib, wieder schön voll. Toll, wir wissen jetzt, dass wir geheilt werden, aber nur im Praxistest. Komm, Spinne greife ich mal an. So. Au. So, hier, voll. Schön und gut. Sieht ein bisschen fade aus. Command hier, man wird geheilt. Natürlich, ich stelle jetzt um. Wir stellen jetzt um, dass wir andere Spieler heilen können, dass die Konsole andere Spieler heilen können und dass wir eine Nachricht uns ausgeben, ob wir geheilt worden sind oder nicht. Ich kann jetzt mal probieren, in der Konsole slash heal einzugeben. Du darfst diesen Befehl nicht ausführen. Logo. Die Konsole kann sich ja nicht erheilen. Das Lustige ist, es gibt einen Bug bei Bucket, das gibt es in jeder Version, da kann man die Konsole sperren. Bedeutet, man kann die Konsole wie ein Spieler vom Server bannen. Das ist eigentlich mal ein bisschen sehr lustig, weil die Programmierer da nicht richtig mitgedacht haben. Zum Glück bin ich ein schlauer Programmierer und lasse das nicht zu, weil meine Plugins durch einen Algorithmus laufen. Dazu aber später in den Expertenthemen. So. Wir machen das erstmal so. Also, wir fragen jetzt erstmal ab, ob die Argumente 0 oder 1 und so weiter sind. Nachrichten können wir schon ausgeben.
Das gleiche ist auch beim Player. Statt dass wir Sender schreiben, sagen wir Player.sendMessage und das weitere Prozedere. Das ist so eigentlich der häufigste genommene, also die häufigst genommene Zeile in allen möglichen Bucket-Plugins. Du sendest immer eine Message. Wenn es eine Message, die nicht für irgendeine Interagierung im System, also für einen Spieler oder in der Konsole mit Farbe zu tun hat, nimmt man meistens System.out.println. Die Abkürzung ist System.o. Steuerung Leertaste ist ein Standard-Out-Print. Wenn man das jetzt hier reinschreiben würde und sagt hier Test, ich exportiere das mal jetzt schnell. Ja, Reload in Server. Reload. Sag jetzt hier, da steht da unten drunter Test, aber ohne Farbe. Das ist so standardmäßig. Also, wichtig ist es hierbei. Hier ist das nullte Argument. Das hat nichts hinten dran. Jetzt schreibe ich jetzt aber hier meinen Namen hin. Das ist das erste Argument. Bedeutet, wir müssen jetzt abfragen, standardmäßig hat ist es so gemacht, jedes Leerzeichen, was wir zwischen zwischen Argumenten haben, ist ein Argumenthalter, also Abstandhalter. Bedeutet Hauptcommand, Abstand, erstes Argument, Abstand, zweites Argument und so weiter und so fort. Das setzen wir jetzt erstmal in der Tat um. So, wir prüfen erstmal mit args.length, ob die Argumente größer als 0 sind. Wenn ja, nehmen wir uns das erste Argument. Spielername. Ja, ich kann voll gut schreiben heute. Name. So, das hier ist eine String Array. Wichtig dabei ist, String Arrays handeln sich auf bestimmte Eigenschaften heraus. Bedeutet, man denkt jetzt wie bei den Argumenten, dass es mit einer Length größer als 1, also größer als 0 ist, bedeutet, ob es größer als der Hauptcommand ist, dass man damit auch so ähnlich wieder den Command herauszipfen kann, also den Spielernamen. Das ist aber komplett falsch, weil, sag ich mal so, Java fängt ab 0 an zu zählen. Damit müssten wir das nullte Objekt, also das Argument T, meiner LP, bitte das R mitnehmen, herausnehmen. Und das hier ist sozusagen aus dieser Array eine Zusammenfassung von vielen Sachen, das nullte Array. Bedeutet, wir schreiben hier args mit eckigen Klammern 0. So. Jetzt wollen wir aber den Spieler haben. Bedeutet, wir schreiben Player gleich nicht irgendwie Spielername. Wir können einen String nicht zum Player casten. Das wäre idiotisch. Deswegen sagen wir bucket.getPlayer. Exakt. Diese Methode von Bucket ermöglicht uns, dass wir zum Beispiel nicht komplett jetzt den Namen ausschreiben müssen, sondern wir können auch einfach schreiben slash heal THE und wir würden geheilt werden. So. Wir sagen jetzt der Konsole zum Beispiel, wir dürfen das jetzt als Konsole, wir dürfen andere Spiele heilen, aber wir können uns nicht selber heilen. Natürlich, wenn wir uns nicht selber heilen dürfen, machen wir wieder eine Else, Schweifelklammer auf, kopieren den Text hier raus, fügen ihn ein. So, schnell gemacht, schnell und einfach. Jetzt können wir diesen Teil uns kopieren, können ihn hier einfügen. Jetzt senden wir erstmal der Konsole. Du hast erfolgreich den Spieler %S geheilt. Das
natürlich schön grün machen. Dann noch Trick 17, String.format. Player.getName. Davon lassen wir uns dann den echten Minecraft-Namen ausgehen. Weil es gibt ja, wie man auf manchen Servern sieht, zum Beispiel wenn umgespielt auf einen Server Spiel geht, hat er meistens einen Nickname. In Bucket ist das ein Display-Name, bedeutet ein sozusagen vorgetäuschter Spielername, der nicht, aber wirklich nicht auf dem Server existiert. Ich mache das Regen aus. Es gibt einen Unterschied. Wenn man GetName macht, nimmt man den echten Spielernamen. Als Konsole dürfen wir uns gerne den echten Spielernamen ausgeben lassen. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel einen Spieler einen anderen heilt, lassen wir uns den Display-Namen ausgeben, bedeutet den nicht vorhandenen. Oder soweit man auch sagen könnte, den virtuellen. So, du hast den Spieler %S. String. Dieses Prozent ist für eine Variable, die hier reingepastet wird, und S ist die Bezeichnung für String. So, wir senden in der Konsole, du hast erfolgreich den Spieler bla 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 geheilt. Jetzt weiß ja noch der Spieler noch nicht, dass er geheilt worden ist. Dazu gehen wir jetzt hin, sagen player.sendMessage. Natürlich können wir uns diesen Präfix-Teil einfach rauskopieren, wir sind doch hier nicht dumm. Wir können uns eigentlich die komplette Nachricht rauskopieren können, statt du wurdest geheilt von %S, Ausrufezeichen, und statt player.getName sagen wir sender.getName, und dann passt das schon. Ganz, ganz einfach. Exportieren wir einmal, sagen Next, Finish, überschreiben, reloaden einmal. So, Heal können wir nicht machen, aber Heal, THE, ups. In der 20. Zeile, so sieht mal ein gescheiter Error aus. So, jetzt denkt ihr, woran kann ich jetzt erkennen, dass da ein Fehler ist? Ganz einfach. Als erstes sagt ihr hier oben, was die Exception ausgelöst hat. Dann gibt ihr die Klassen an und welche Exception das ist, aus welchem Plugin. Bedeutet, hier sehen wir einmal unhandled Exception, also bedeutet er execute, also er führt ein Command aus namens heal in dem Plugin bucket plugin unterstrich programmieren Version 0.0.1. Gut. Einmal geklärt. Natürlich Rechtsklick, markieren. So auch mal schön bitte markieren, Enter drücken, kopieren, wir posten in die Beschreibung. So, jetzt denkt ihr, was steht denn hier drunter? Add. So, das ist erstmal hier die unnötige, das ist das ganz Unnötige, was ihr als Anfangsprogrammierer nicht braucht. Das ist alles von Bucket hervorgegebenes Zeug. Hier fängt erst das ganz Interessante an. Hier unten sieht ihr Causet bei Java lang.nullpointerexception. Nullpointer heißt nichts angegeben. Das kann aber nicht sein. Bedeutet, es steht hier add.de.deminerip.youtube.commands.command.here.oncommand Klammer auf, command.java Doppelpunkt 20. So, zur Aufklärung. Als erstes kommt der Teil mit dem Package, wo die Klasse liegt. Dann wird einmal der Klassenname ausgegeben, dann die Methode, wo die Exception ausgeführt worden ist, also wo der Fehler gefunden ist, und dann dazu noch die Zeile, um genaue Analysen zu führen. Das andere hier unten ist von Bucket her. Das ist ganz unnötig. Bedeutet, hier in der 20. Zeile ist der Fehler. Wir müssen jetzt abfragen, ob das 1 ist, weil das war, glaube ich, unser Fehler.
Gucken wir nochmal. Loaden. Und heilen uns. So. Also doch nicht. Das tut mir jetzt gerade mal leid. Also Spielername. Systempunkt aus. Wir geben uns jetzt mal den Spielernamen extra aus. Ob wir wissen, ob da überhaupt der Spielername angegeben ist. So, Spielername wird ausgegeben. Gut. So. Wenn wir das machen, wollen wir mal genau wissen, welchen Spielernamen hier ausgegeben wird. Das bedeutet, wir sagen hier player.getName. Ob das auch wirklich der Spielername ist, den wir meinten. Funktioniert nicht. Da kommt schon der erste Fehler. Er kann diesen Spieler nicht finden. So. Ersetzen wir mal die Methode mit getPlayer mit getPlayer exact durch getPlayer. Einmal. So. So wollten wir das doch. Ich habe gedacht, exakt wäre was anderes. So. Bedeutet, funktioniert. So. Ingame steht da. Du wurdest geheilt von Konsole. In der Konsole steht, du hast erfolgreich den Spieler de meiner IP geheilt. Das ist sozusagen schon mal konsolenseitig. Wenn wir jetzt einfach nur slash heal angeben, geht nicht. Ingame können wir immer noch den Command ausführen, kein Problem. Ist nicht weiter schlimm. So, natürlich wollen wir jetzt abfragen, wenn das nicht die Konsole ist, haben wir immer noch den Spieler. So, jetzt können wir fast das gleiche hier machen. Nur, dass wir diesmal Target das ist einfach 1:1 kopieren sozusagen. So, wir fragen ab, ob die Argumente größer sind als 1. Wenn ja, dann nimmst du bitte den Spielernamen und holst dir davon den richtigen Spieler. Die Variable nennen wir als Target, bedeutet, das ist den wir haben wollen. Den setzen wir die Heal-Leiste auf 20. Entschuldigung. Bedeutet, dass er 20 Leben hat, 20 Essen. Dann senden wir an den Sender, das sind wir in dem, eine Nachricht, dass wir den Spieler erfolgreich geheilt haben. So. Wir müssen noch was machen. So, dann sendet mir den Spieler, den wir geheilt haben, die Nachricht, du wurdest erfolgreich geheilt vom Sender. Es steht aber hier unten, du darfst diesen Command nicht ausführen, wenn du ein Spieler bist. Ganz falsch. Den Teil kopieren, machen wir erstmal weg. Dann kopieren wir uns diesen Teil. Das ist wieder so reinste Kopiererei beim Heal-Command. Und sagen jetzt aber am Sender, jetzt einfach dieses Teil. Ich weiß, ich verwirre euch gerade ein bisschen. Ich mache das mal kleiner. Größer. Größer, kleiner. Ja, ich kann auch nicht mehr. Du hast dich erfolgreich geheilt. Du hast dich erfolgreich geheilt. So. Bedeutet, wenn du kein Spieler angegeben bist, heilst du dich selber, das ist ganz natürlich, und du gibst die Nachricht aus, du hast dich erfolgreich geheilt. So, ganz, ganz einfach. Es ist aber noch ein kleines lustiges Problemchen da. Wenn du jetzt hinten dran deinen eigenen Namen dran schreibst, dann kommt einmal diese Message. Das ist aber ja für meine Ansicht idiotisch. Deswegen machen wir hier noch eine If-Klausel hinzu. Bedeutet, wir fragen ab, ob der ausgewählte Spieler, der Target.getName
genau der gleiche ist wie der Sender. Und wenn das sein soll, führen wir einfach diese Sache aus und returnen den mit true. Bedeutet, ab diesem Wert bedeutet, wir gehen die Variable ans System zurück, hören diese Zeile auf bei Java. Oh, ich bin so durcheinander. Bedeutet, hier hört hier einfach auf. Bedeutet, er führt nicht den Code von oben nach unten weiter durch aus. Das ist bei Java so. Bedeutet, er fängt hier oben an, geht Zeile für Zeile durch. Wenn diese If-Klausel nicht zutrifft, fragt er ab, ob da eine Else ist. Wenn nicht, also wenn schon, dann fängt er zu Else. Dann geht er hier durch, runter, runter, runter. Oh, da fällt er aus. Ja, ist ja gleich. Führt er diese Sachen nacheinander aus. Das ist aber so schnell, dass es dir synchron vorkommt. Bedeutet alles auf einmal. Und sagt so, oh, hier ist Return True. Bedeutet, hier muss ich nichts so weiter ausführen. Beendet. Sozusagen ist das sozusagen das End-Command, die Endzeile für ein Command. So, ich reloade wieder. Ich muss nochmal Konsole. Genau. Das muss ich noch beheben. So, wenn ich jetzt hier eingebe, du hast dich erfolgreich geheilt. Wenn ich jetzt T eingebe, du hast dich erfolgreich geheilt. Ich habe jetzt gerade keinen zweiten Account. Das will ich auch euch demnächst leisten. So, wenn ich jetzt mal Konsole eingebe, dann kommt da ein Internet Error occurred while attempting to perform this command. Genau kann ich es euch jetzt nicht übersetzen, aber es kommt ein Fehler einfach. Der ist in der 32. Zeile. Hier, schön wieder zu lesen. 32. Zeile, hier hinten, diese zwei Buchstaben. In der Klasse, Command.hier. 32. Zeile ist hier. Er kann nichts damit anfangen. Sollte man... Wir fragen jetzt noch ab. If, Klammer auf, zu target.getName getName.ignoreCase. Dieses equals ignoreCase heißt, dass er nicht die Groß- und Kleinschreibung beachtet. Bedeutet, ihr schreibt zum Beispiel den Spielernamen klein. Interessiert das System, sag ich mal so, nada. Bedeutet, egal ob ihr so geschrieben wird, machen wir gerade mal extra die Mühe, ist das immer noch fürs System so. Bedeutet, es macht komplett einfach nichts aus, ob es groß, klein oder was weiß ich geschrieben ist. Hauptsache, es ist die komplette Übereinstimmung von jedem Buchstaben, den es gibt. Bedeutet, wir fragen jetzt ab, ob der Konsolen-Command-Sender war das nochmal. Genau. Konsole ist. Wenn ja, send mir, du kannst den Command nicht ausführen und return das wieder mit return true. Das gleiche machen wir einmal hier oben. Wenn der Spieler mit dem Namen Konsole ist, immer noch ein Error, das finde ich jetzt ganz und gar nicht nett. In der 36. Zeile. Ach so, ja. Das ist jetzt zwar ein bisschen idiotisch von mir gewesen. Wir müssen abfragen, ob der Spielername schon das ist. Sonst könnte das ganz und gar nicht funktionieren. Weil er kann, offiziell ist die Konsole kein Spielername.
So, das stimmt. So, wenn wir jetzt uns hier noch Konsole heilen wollen, geht nicht. Wir können uns nur noch hier TAE schreiben. Funktioniert. Bedeutet, wir haben unser erfolgreich ersten Command geschrieben. So, das Wichtigste ist jetzt DOP. So. Jetzt kann aber jeder diesen Befehl ausführen. Toll, schön, schön und gut. Wollen wir aber nicht. Das will, glaube ich, niemand. Dazu gehen wir unsere Plugin.jm, sagen hier unter, hier, machen wir zwei Abstanden, sagen hier Permissions, Doppelpunkt, Punkt, BPPL, Bucket Plugins Programmieren lernen, Punkt Command, dass wir auch wissen, dass es ein Command ist, Punkt hier. Bedeutet, wer diese Permissions nicht hat, hoffentlich stimmt das jetzt. Genau. Hä? Entschuldigung, ich muss das kurz nachgucken. Da bin ich wieder. Es darf nicht Permission heißen, sondern Permission. Unter anderem würde das eigentlich so aussehen. So, die zwei Sachen können wir wegmachen. Das da können wir auch mal wegmachen. So, wir machen das jetzt so. Du hast keine Rechte auf die Permissions. Das würde eigentlich so aussehen. Punkt hinten dran, dann würde das stimmen. Wir exportieren mal, reloaden. Finish. So. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt der Tabulator. Achso, genau. 1, 2, 1, 2. Er mag es irgendwie nicht. Wir gucken jetzt mal. Genau, jetzt stimmt's wieder. Ich will mich jetzt ausführen. Du hast keine Rechte auf die Permissions bppl.command.hier. Bedeutet, nur wer diese Rechte hat, kann diesen Command auch wirklich ausführen. Jetzt ist das aber ein bisschen schön weiß. Nö, mögen wir nicht. Wir gehen uns hin, kopieren diese Nachricht, gehen in die Main-Klasse und sagen hier unter get-command, kennen wir ja schon, hier, und set-permissions-message, Anführungszeichen, schreiben das rein und können jetzt ein schönes Paragraph in C vorne dran hängen, bedeutet, es wird schön fett und rot geschrieben. Also schön rot, aber nicht fett. Testen wir doch mal gleich mal. Reload können wir hier nicht. So, Reload. Du hast keine Rechte auf die Permissions bppl.command.hier. Das sieht doch wunderschön aus. Punkt noch weg. Perfekter Command. So. Damit wären wir jetzt eigentlich schon zu Ende mit unserer ersten Command-Klasse. In der nächsten Folge zeige ich euch dann, wie wir die Commands /pl/plugins und so weiter überschreiben können, dass andere Spieler nicht mehr einsehen können, welche Plugins wir haben. Unter anderem /Fragezeichen und vieles andere noch. Das ist, sag ich mal so. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Also ciao, das war euer MeinHP. Bis zum nächsten Mal. Schön mit euch.